Da geht's tief runter. Wenn dann lasse ich Bomben da runterfallen. Könnten wir auch machen. Ne, ich vermute bloß, die fallen nicht tief genug. Ne, die sind noch nicht tief genug gefallen. Oh. Alter. Das müsste es reichen. Aber ich muss noch mal kurz hoch, ja, Luft holen. Oder hast du jetzt einen Hammer dabei? Nee. Ich hab noch so einen Crimson Rod bekommen. Uah, ich will hier hoch. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Uah. So, wollen wir auch rein. Oh Mann. Mehr Wasser hatten sie nie, oder? Ja, geil. Ey, meine Fresse. Ach, ich hab noch so einen komischen Rotten Fork bekommen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt. Entweder müssen wir tiefer runter oder wir müssen in die andere Crimson. Weil jetzt hier direkt an dem Ding ist nichts mehr. Nee. Oder müssen, weiß nicht. Ich sehe zumindest hier nichts, links und rechts. Hier ist noch kein Crimson. Das runter ist ein Herz. Sehr gut. Geh mal weg. Ja, geil. Noch eins brauche ich. Wir sollten vielleicht auch die Spitzhacke dann mal machen, oder? Wäre eine Variante. Ja. Da können wir uns da durchbuddeln. Wie viel Leben hast du eigentlich? 200. Ja, dann ist auf jeden Fall deins. Ich habe 260, was? Achso, stimmt, du hast ja neu angefangen und so. Ja. So, willst du ein bisschen weiter erkunden gehen? Ja, ich mal vielleicht. Willst du vielleicht ein paar Fackeln haben, bevor du hier überall mit den Glowsticks rumschmeißt? Ich kann mir noch Fackeln machen. Jetzt hast du welche. Okay. Okay, hier oben ist nichts mehr. Außer vielleicht. Sie kann doch nichts. Ja, ich hab mich halt gerade voll erschreckt. Da geht's tatsächlich. Du schmeißt immer noch mit dem Scheiß rum, ey. Will ich gar nicht. Hey, Tangstenohr, geht's wirklich noch weiter? Sieht so aus. Links geht's, glaube ich, noch weiter, den generell. Ja. Na, ja. Mach's ja, noch genau. Mit Füßen weg. Goldene Truhe und so. Vielleicht mal noch eine Cloudene Bottle oder irgendein Kram dran. Oder so Hermes Boots oder irgend sowas. Oh. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall deine. Keine Ahnung. Fangen wir einfach damit an. Wolken einer Flasche. Boah. Ja. Kannst du nur eine benutzen? 15 ne? Bömpchen, warte, die gebe ich dir. Aber die macht plus 4 Schaden. Na, dann nimm doch die neue Wolke. Kannst du die alte irgendwo zum Zwischenspeichern hinschmeißen? Also dann in die Truhen. Ja. Fällt mir ein, ich kann die Wand mitnehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob man die Wand einfach so kriegt sonst. Ich weiß auch nicht. Einmal mitnehmen, einstecken. Ist ja kostenlos. Genau, ist umsonst, ist kostenlos. Ja. Mitnehmen. Na, nur, kommt man nicht hin. War schon. Da unten geht's mir nicht weiter, oder was? Nee. Da geht's leider nicht mehr weiter. Mano. Dann müssen wir wohl zur anderen Crimson, nach rechts. Ja. Alles klar. Gleich. Jetzt haben wir noch so einen blöden Crimson Rod. Ich glaube, den verkaufe ich einfach. Ich hätte eigentlich das Zeug vorher auch verkaufen sollen, ich Trottel. Ich weggeschmissen hab. Shop. Crimson Rod verkaufen. Brauchen wir noch so einen komischen Speer? Nee, oder? So einen Rotten Fork? Nö. Nee.
20 Silber. Kann man nicht meckern. Oh, ich bin 17 Gold. 17 Gold. So. Wenn ich schon mal hier bin, mache ich auch den ganzen Kram jetzt hier mit. So, zack. Bin ich doof? Wo sind die Pickaxe? Ah, hier, Deathbringer Pickaxe. Able to mine Hellstone. Ich glaube, das zählt das unter Hellstone. Oder ich nehme jetzt den Helm. Oder die Schuhe. Ich mache erstmal die Pickaxe. Die Gold-Pickaxe speichere ich mal. Auch wenn sie eine shameful Gold-Pickaxe ist. Hauptsache Gold. Sehr gut. Was habe ich denn für eine Light? Plus Speed, weniger Knockback. Ja, damit kann ich leben. Was hältst du eigentlich so von den Next-Gen-Konsolen? Nicht viel bis jetzt. Okay, ich auch nicht. Also das ist jetzt alles ziemlich lahm, finde ich, was sie da so gebracht haben. Das ist alles so, ja, keine Ahnung, langweilig. Ja. Vor allem kann ich nicht verstehen, warum die, gerade die PlayStation 4, warum die plötzlich jetzt jeder haben will, obwohl nicht mal eigentlich ein gescheites Spiel für draußen ist. Tja, das ist mir auch unklar, ein wenig unklar. So, den Helm hat bei mir noch gereicht. Es fehlt mir aber noch sozusagen was für meine Boots. Plank Wall. Tja, aber was soll ich dazu sagen? Die sind halt Menschen, die meinen, neu brauche ich. Das bin ich gar nicht mehr cool. Ja, gut. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mal eine holen sollte, gerade die PS4, aber allein schon, weil die so krass ausverkauft ist. Ich verstehe aber auch nicht, warum. Ich meine, Knack ist ja das einzige wirkliche PS4-Spiel. Aber Knack kann man eigentlich nicht als Spiel bezeichnen. Ich weiß nicht, worum es in Knack geht, muss ich gerade mal ehrlich sagen. Ja, es ist... Ich habe es auch nicht gespielt, weißt du? Das ist einfach irgendwie so ein komisches Game, das eigentlich, zumindest meiner Auffassung nach, einfach nur Crap ist. Und das ist eigentlich der einzige Rechtfertigungsgrund für die PlayStation 4 im Moment. Weiß nicht, hat die Xbox denn irgendwelche besseren Titel? Ja, der Xbox hat der wenigstens Forza. Ja gut. Das ist aber auch so ein Ding. Hallo? Sony entwickelt im eigenen Haus ein neues Spiel, eine neue Rennsimulation und bringt sie für die PlayStation 3 raus. Nicht für die PlayStation 4, wollt ihr mich verarschen? Auf, das ist ein Schleim. Ja, klar. Ja, gut. Also. Was? Ist ja klar, die meisten Leute haben halt auch die PS3 und die hat halt auch jetzt die letzten paar Jahre voll krass dominiert. Ich habe kein Problem damit, dass es generell für die PlayStation 3 rausbringt, aber die machen keine PS4-Versionen zum Launch. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Es hätte für mich irgendwie mehr Priorität, als die PlayStation 3-Version nochmal rauszubringen. Gerade um die PlayStation 4. Besser zu verkaufen. Ja. Und obwohl sie ja wirklich null Spiele hatten, ist sie ja bis Februar immer noch ausverkauft. Das finde ich so krass. Naja, zumindest keine Exklusivtitel haben sie, ne? Also Spiele gibt es ja schon, nur halt nicht exklusiv. Ja, Black Flag könnte ich mir für den PC holen, weißt? Ja, ich glaube, Konsolen und PC, zumindest in den USA, trennt sich das noch ziemlich stark. Ja. Ich glaube, hier geht's hier rein. Ich geh mal hier runter gucken. Sieht mir so aus, wie reingehen. So aus, ja. Hier waren wir aber auch noch nicht. Nee. Ist ein bisschen offen. Huch. Hier ist nochmal solche Altäre. Das ist gut. Da sind wir von unten schon mal rangelaufen. Haha, deswegen hatten wir auch schon die Dinger zerstört. Okay. Huch, Achtung. Hier sollst du nicht einfach so runterspringen. Das ist tief.
Die goldene Truhe. Oh, ist eine goldene Truhe mit einem magischen. Ja gut. Loot all. Mit einem magischen Bumerang und einer Engelstatue. Und Eisen. Muss doch treffen, ne? Ja, ich weiß. So, hier drüben, das war man dann, glaube ich, schon. Ja, in den Boden reinschießen, genau. Bringt's. Gut, dass ich nochmal meinen Kopf eingeschaltet habe. Hier waren wir schon. Ja. Alter Schwede. Ja, genau. Aber hier war ich eigentlich noch nicht. Oh, lol. Ja, da drüben war ein Herz, aber das war ziemlich. Da oben ist auch eins. Da oben ist eins. Ich glaube, ich gehe eher zu dem da oben. Wir haben den gerade zerlegt, ne? Also kann ich noch ein paar Herzen safe kaputt machen. Ja. Ja. Okay. Oh, die Pistole habe ich bekommen. Den Undertaker. Den kenne ich, den haben wir schon. Einmal. Kann sein, das ist, glaube ich, in der ersten Truhe, im ersten Herzen meistens drin. Wollen wir vielleicht erstmal hier eine Ebene bauen, bevor wir jetzt noch weitermachen? Ich habe noch 39 davon. Ich kann auch noch mal welche machen. Bier. Da hast du übrigens einen Freund. Ja, ja. Ups. Du kannst doch einfach in die Luft setzen hier, ne? Wegen Hintergrund und so. Huch, das sind mal meine alle erstmal. Ich habe aber, glaube ich, noch ein paar, die ich machen kann. Huch. So. Mach dir aber Action, ey. So. Ach, auch noch mal drei hier. Luft holen. Zwischen den Bomben. Ah, da komme ich ja sogar schon hin. Okay. Oh, da war's schon. Hab doch eins mehr kaputt gemacht, als ich dachte. Okay. Ja, genau. Huch. Ja. Es sind nur noch zwei. Du kannst doch übrigens auch von hier oben runterschießen, ne? Das ist, denke ich, eigentlich ja, ja. Besser. Und mir kommen sie gerade nicht. Huch, da ist ein Goodie-Bag gedroppt. Huch. Geh weg. Ich sag, er spielt Tank. Stopp! Sehr gut. So, das soll es eigentlich für mich, also bei meiner Sicht erstmal reichen. Rotten Eggs. Yay! Ziemliches. Rotten Eggs, Rotten Eggs, Rotten Eggs. Ich hab noch ein paar Rotten Eggs. What the fuck? Weiß mir einfach nur rum. Oh, waren sie alle. Ja. Was hat denn da damit? Ach, Fallschaden oder was? Mhm. So, jetzt mehr kaputt machen oder reicht das dann? Keine Ahnung. Brauchst also, du noch was? Ich hab noch mal über 100 von diesen Bars jetzt bekommen, von daher denke ich, sollte es für mich und für deine Spitzhacke so reichen. Ja, dann. Nur los zurück. Schaffst du das? Ja. Ja. Oh, hier liegen jede Menge. Hier liegen Geld rum. Wuhu. Geld. Man kann hier Tod nämlich kaufen. Ach, der teleportiert sich gar nicht mit. Der der Pinguin teleportiert sich mit. Wollte gerade sagen. Fliegt jetzt hinterher. So, verzauberter Bogen. Den behalten wir lieber. Da kann man später noch was draus bauen.
Kennst du eigentlich den Spielmodus von Garry's Mod, den Trouble in Terrorist Town? Ja. Finde ich ziemlich gut. Ich habe zwar Garry's Mod, aber ich habe es noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Deswegen kann ich das nicht so beurteilen. Ich habe jetzt nur ein paar Videos gesehen, gespielt oder. Da war der Boss auf. Hat noch CSS. Ja, ich habe auch CSS, muss ich bloß installieren. So Boots finde. Ziemlich. Also wir haben das jetzt die letzten paar Tage ziemlich krass gesuchtet. Muss mir korrigieren, das reicht doch nicht ganz. Ah, fuck. Okay, ich bleib schon mal hier. Ja. Ich bin auf dem Weg, ich tu bloß noch kurz hier ein paar Sachen wegstecken. Den Undertaker und so eine blöde Lanze habe ich nochmal bekommen. Hm, toll. Nein, oh Mann. Ich dachte irgendwie. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Irgendwie vertan. Tut mir leid. Passt schon. Oh. Sehr gut. Wenn man jetzt noch laufen könnte. Ja, weil du vorhin übrigens nach meinen Feiertagen gefragt hast. Ich war bloß ein bisschen krank über die Feiertage. Schön. Dem Moment, wo ich frei hatte, an dem Abend bin ich krank geworden und jetzt bin ich wieder gesund und morgen geht's weiter. Zumindest halbwegs gesund. Oh. Man wird immer über irgendwie, wenn man frei hat, krank, das ist immer so. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl. 21 Defense. Oh, ich habe eine Live-Regeneration, eine starke Live-Regeneration laut der Anzeige. Oh, ganz nett. Das ist mein Z-Bonus, die Live-Regeneration. New. Also nur noch. Ne, ich wollte gerade sagen 160 Leben, aber in dem Moment war es nicht mehr so. Spike Panic Necklace habe ich jetzt noch bekommen. So muss ich irgendwie noch. Ah, ich habe ja was zum Durchbuddeln, ne? Ach so, ja, genau. Und dann brauchen wir auch noch ein Herz irgendwo. Siehst du noch eins? Ich guck mal schön. Ja, geil. Ja, ich bin ganz schlau, ich habe auch schon gemerkt. Powerful The Undertaker. So, also da drüben ist jedenfalls keins mehr. Hm. Irgendwo, es ging hier nicht mehr so tief runter wie bei dem anderen. Au. Nee, das hier haben wir schon. Mhm. Das ist ja doof. Ja. Ich glaube, man kann es aber trotzdem noch irgendwie anders beschwören. Ich will mal kurz nachgucken. Okay, ich def dich. Terraria Wiki. Brain of Cthulhu. Hä? Ich bin zu doof, das gerade zu finden. Guck ich einmal bei den Bossen oder sowas. Tissue Sample? Nein. Mist, wie heißt denn das? Was die Viecher droppen.
Einmal nach Crimson suchen. Genau. Vertebrae. Wir brauchen 15 Vertebrae, um das Ding beschwören zu können. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Diese komischen Dinger, die Viecher droppen da, die um dich rum gerade laufen. Ich habe 2 davon. Warte mal. Wie heißt das Zeug? Vertebrae. Ich habe 20. Alles klar, dann gehen wir an so einen komischen Altar und machen Bloody Spine. Dann kannst du das Ding auch beschwören. Warte. Ich geh schon mal da hoch. Einfach an so einen komischen Blutaltar gehen. Alter. Ach, da drüben ist einer. Oder hier. Ja, genau. So, Bloody Spine. Genau, und dann einfach benutzen das Ding. Okay. Da. Oh, hier ist noch so ein Vieh dazwischen. Wow. Leben. Brauchst du, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Er ist noch ein einzelner Mensch. Oh. Easy. Sehr gut. So, jetzt soll es auf jeden Fall reichen. Oh. Ich weiß, warum ich so viel Geld habe. Da ist vorhin Gold rausgedroppt. Oh, Leute. Hier unten liegt der ganze Stuff. Viel davon zumindest, ja. Oh, da drüben liegt noch mehr. Crimtain Ohr und so ein Kram. So, jetzt soll es aber auf jeden Fall reichen. Jetzt können wir zurückgehen, würde ich sagen. Okay. Du kannst zurückgehen. Ich teleportiere mich ja eh, dann bin ich schneller als du. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ach stimmt, den Spiegel wollten wir noch. Das war eigentlich das, was wir auf den gelben Truhen gesucht haben. Das ist runtergedrückt. Ja, ich guck mal, dass ich mir meine ganzen Sachen irgendwo mal wieder herbekomme. Hast du schon einen Spiegel, oder? Ich hatte schon mehr als einen Spiegel. Ich habe noch ein Grim Reaper-Kostüm bekommen. Sehr gut. Jetzt können wir als Doppel-Grim Reaper rumlaufen. Ja. Double. So. Ja. Das reicht. Ich hab auch noch. Was denn? Ohr und so. Ach so. Ja, ich hab genug, also ich pack das einfach irgendwo hier in die Kiste und passt das schon. Da, die. Noch ein Tissue-Sample dazu. Also den komischen Undertaker und noch... Ja, was soll's. Ich habe ja noch eins frei. Jetzt habe ich auch die Panic-Necklace mit drin. Die kann man, glaube ich, später noch zu irgendwas anderem vercraften. Den Undertaker sogar 2-mal. Ja. Ne, ich habe ihn jetzt noch 2-mal im Inventar, meine ich damit. Ach so.